Sind wir auf Sendung? Ja. Ja, wo fangen wir denn mal am besten an? Hallo liebe Reisemobilfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik aus Castrop-Rauxel. Wir haben heute hier in Detlefs Alpa ein 6820, dem wir ein richtig tolles, großes, fettes Autark-Paket verpasst haben. Ist final noch nicht fertig. Aber kurz davor. Wir gehen gleich mal ins Auto, zeigen euch einmal, was wir da gezaubert haben und eingebaut haben. Aber wir haben hier nochmal eine Gerätschaft stehen. Und zwar ein Dampfgarer von Panasonic. Der wird also auch noch ins Auto eingebaut. Wir sind gerade dabei, die ganzen Vorrichtungen dafür zu schaffen. Ich kann euch gleich auch schon mal den Platz zeigen, wo er hinkommt. Nämlich auch direkt über dem Kühlschrank. Aber wie gesagt, final kann ich euch das Endresultat noch nicht zeigen, weil wie gesagt, da sind wir jetzt noch mit zugange. Ansonsten sind wir mit dem Auto eigentlich fast fertig. Ich glaube, wir gehen am besten mal rein. So, hier liegen noch ein paar Decken aus. So, hier oben haben wir die Vorrichtung schon mal soweit fertig. Hier kommt also der Dampfgarer rein. Die Anschlüsse und so sind alle schon soweit drin. Und dann wird das hier noch angepasst alles. Muss auch noch hier drin vernünftig arretiert werden, das Ganze, dass der auch während der Fahrt nicht irgendwo hinspringt, sondern dass der hier drin auch richtig, richtig fest ist. Wir haben hier von dem Eigner die Aufgabe bekommen, ein recht großes Autark-Paket in dieses Fahrzeug zu verbauen. Wollte jetzt aber auch nicht so viel von seinem kostbaren Platz opfern. Ist ja auch verständlich. Platz ist immer sehr wichtig im Fahrzeug. Gerade wenn ich mal etwas längere Touren mache, dass ich auch mein ganzes Mitbringsel auch irgendwo verstauen kann in so einem Fahrzeug. Und ja, dann haben wir hier unten die Batterien bei dem Fahrzeug sitzen gehabt. Hier war also das Batteriefach. Ne? Da seht ihr jetzt, da ist gehende Leere. Da haben wir jetzt also zusätzlich dieses Fach nochmal als zusätzliches Staufach jetzt gewinnen können. Hier waren also zwei große Batterien drin. Die sind jetzt raus. Hier unten bereits verbaut das bewährte Victron Multi Plus. Das ist also hier auch drin verbaut gewesen schon, ist auch drin geblieben. Wir haben es jetzt einfach nur umprogrammiert, das Ganze, und haben in einem dieser großen Sitzfächer hier unten uns auslassen dürfen. Gehe ich mal einmal hier so rüber, dann hast du ein bisschen mehr Platz zum Filmen. So, alles schön beleuchtet. Ihr seht auch, wenn ich hier den Deckel aufmache, zack, geht sofort Licht an. So, und hier haben wir jetzt hinten dreimal 200 Ampere Lithium-Batterien von Liontron. Dann haben wir hier eine doppelte Abkastung gebaut, nämlich von unseren ganzen Kabelkanälen, hier, die sich dann im Prinzip hier komplett unten drunter befinden. Und hier vorne haben wir, das können wir auch hier so einmal abnehmen, dann seht ihr auch hier nochmal die ganzen einzelnen Komponenten. Ne? Das fängt an vorne mit dem Linksschand, geht über die beiden Distributoren. Die obere Reihe haben wir die drei Solarregler drin, wobei wir haben oben auf dem Dach nur zwei Kreise drauf. 3x160 und 2x110, mehr geht leider bei dem Fahrzeug nicht. Aber wir haben einen weiteren 100-30 genommen, weil er nämlich diesen VE-Direkteingang hat. Und da liegt die Solartasche mit drauf. Das heißt, auch die Solartasche kann man jetzt auch zukünftig übers Servo beobachten. Ja? Hier haben wir einen Batterietrennschalter verbaut. Hier unten wie immer unser Herzstück, das Servo. Oben drüber der GPS-Sensor und hier nochmal ein 50er Backboost, dass der während der Fahrt auch eine vernünftige Ladung hat auf den Batterien. Ne? Ja, so sieht das in dem Bereich hier aus. Das Fahrzeug ist jetzt noch in der Testphase, also noch nicht fertig. Der Backofen muss noch rein, kommt auch noch eine Endreinigung. Wir haben da im Badbereich noch ein Max-Fan eingebaut. Das können wir euch auch einmal kurz zeigen. Und zwar hier in dem Bereich. Bei dem Fahrzeug ist es ja so, dass wenn ich diese Tür hier zumache, dann kann ich ja mal kurz einmal demonstrativ zeigen, so, zack, dann schließt sich hier auch im Prinzip der ganze Badbereich. Ne? Das heißt, ich habe hier meine Dusche, hier meine Toilette und durch diese Tür habe ich im Prinzip einen etwas größeren Raum als Badbereich. Finde ich gut, ist eine tolle Geschichte. Und hier mittig haben wir dann den Max-Fan verbaut. Ne? Ja, der kriegt wie gesagt noch den Dampfgarer rein. Der hat von uns auch hier den Netgear Nighthawk M5 bekommen. Können wir auch mal vielleicht dran halten. Kennt er auch schon. Dann sehe ich hier noch, dass meine Jungs hier auch noch den Kühlschranklüfter eingebaut haben. Über der Satzsteuerung. Und hier oben drüber, da saß also das ganz normale digitale Multicontrol. Das sah also so aus. Das haben wir rausgenommen und haben es jetzt durch das 7 Zoll Servo ersetzt. Ne? Wir haben unten auch schon hier die einzelnen Temperaturfühler. Da dürft ihr euch nicht wundern, die Temperaturen sind so ziemlich alle gleich. 14,4, 14,4. Ne? Seht ihr hier, der höchste ist auf 14,6. Kühlschrank, Eisfach, Außentemperatur, Elektrofach und Lounge.
So, das liegt jetzt daran, kannst einmal rüberschwenken. Wir haben die schon alle soweit hier programmiert, sind alle fertig, alle durchgehend nummeriert, ne, und müssen jetzt nur noch im Prinzip eingeklebt werden. Die vier, die im Fahrzeuginnenraum sind, die kleben wir nur. Der andere, der ist für außen, der kommt unter das Auto, der wird natürlich hier mit diesen beiden speziellen Schrauben angeschraubt. Ja, das zu dem Fahrzeug. Also da gehe ich jetzt auch davon aus, dass der heute spätestens morgen dann auch fertig ist. Dann haben wir immer bei solchen Fahrzeugen ein, zwei Tage Testlauf. Und dann kann der auch anschließend raus. Der Kunde war auch schon ein, zwei Mal hier. Grüß dich, Michael, von hier aus. Ja, und freut sich auch schon wahnsinnig auf sein Fahrzeug, auf seine erste Tour. Bei uns also auch kein Problem. Dadurch, dass ich einen etwas schwierigen Vornamen habe, nämlich Jaltschen, korrekt ausgesprochen, duzen mich viele Leute auch hier nach ein paar Minuten. Also ist für mich vollkommen in Ordnung, wenn meine Kunden zu mir kommen, mich duzen. Die, sie mag ich eh nicht. Ich finde dieses Du viel, viel nahbarer. Egal, wer zu uns kommt oder zu mir kommt, kann mich jederzeit gerne duzen. Ja, ist kein Problem. Freue ich mich sogar drüber. Aber das nur am Rande. Ja, wie gesagt, das Fahrzeug, ein Detlefs Alpa 6820, ist jetzt im Endstadium fast fertig. Wir können aber noch so ein bisschen durch die Halle laufen. Da haben wir jetzt noch einige neue Projekte, die jetzt dazugekommen sind. Heute Abend kommt noch ein großer Morelo mit einer Heckgarage, wo hinten Smart drin steht. Der kriegt von uns also auch das Zerbo, auch ein großer Umbau. Hat von uns in der Vergangenheit schon mal Solar bekommen und will jetzt von Mastervolt weg und komplett auf Victrum umstellen. So, das schon mal zu dem Fahrzeug. Wir gehen mal raus. Den Wackeldackel noch zeigen. Den Wackeldackel? Ja, pass auf, dann geh du mal raus, nimm du mal den Wackeldackel auf und ich wackel an dem Wackeldackel. Ja. Oder wackelt der von selber? Nee, ne? Ach so, der ist ja... So. Ja, ist aber nicht von uns. Der Wackeldackel war also schon im Fahrzeug drin. So, hier haben wir einen Niesmann und Bischof. Ein 8000 Flair oder Flair 8000. Der hat von uns ein großes Lithium-Paket bekommen und zwei Solarregler. Einen haben wir ausgetauscht. Einer ist für eine Solartasche vorgesehen. Sonst haben wir an dem Auto nichts gemacht und wir sind jetzt gerade dabei hier. Ja, kannst ruhig mal reinhalten, wie das teilweise hier ab Werk gemacht ist. Finde ich nicht schön. Die Verteilung ist natürlich hier abgedeckt. Da ist so ein Lochblech drüber, sieht man nicht. Aber ich, wie gesagt, sieht nicht gerade sehr ansprechend aus. Aber gut, das ist halt ab Werk, haben wir nicht gemacht. Und hier sind wir jetzt gerade dabei, das Mastervolt einmal zu programmieren, weil der eben halt jetzt eine ganz andere Batteriekapazität hat und auch mit einer anderen Ladekennlinie laden muss. Kann der Mastervolt auch. Wie gesagt, gibt es einen speziellen Anschluss dafür. Machen wir und programmieren ihn gerade um. So, das zu dem Fahrzeug. Dann haben wir hier ein Fahrzeug. Da werden wir also auch noch mal später im Laufe der nächsten Tage noch mal die Kamera reinhalten. Hier haben wir einen, ja, kleinen VW T4 Bus. Das Fahrzeug war schon an, ja, mehreren Orten unterwegs und hat auch schon hier und da, hat da schon mal jemand Hand angelegt. Aber ihr seht hier, das kann man so eigentlich nicht stehen lassen. Hier vorne sieht man auch keinen vernünftigen Schutz. Ist alles nicht vernünftig abgesichert. Man weiß nicht, wofür was ist. Das werden wir alles jetzt hier einmal rausnehmen. Werden das vernünftig kontrollieren. Werden gucken, wo welche Leitung hingeht. Und werden das einmal vernünftig absichern und das Auto in Form seiner Autarkie noch ein bisschen weiter umbauen. Und zwar kriegt er von uns eine 150 Ampere Lithium-Batterie und einen kleinen 1600er Wechselrichter. Das wird ja eine ganz, ganz knappe Geschichte. Wir versuchen beides hier unter die beiden vorderen Sitze zu bekommen. Ja, kriegt noch einen Anschluss für eine Solartasche, gegebenenfalls noch einen Ladebooster. Aber das gegebenenfalls, ihr kriegt einen Ladebooster, noch einen 12-12-30. Ja, kann ich euch ja mal zeigen. Wir haben hier so eine Arbeitslampe. Die kann man hier also auch, ist mit so einer Feder drin. Kann ich jedem nur empfehlen, der, ich sag mal, in seinem Bus oder in seinem Fahrzeug was machen möchte. Diese Lampen sind wirklich sehr, sehr gut. Kann man hier reinhängen, ne? Wenn wir vorne das Fenster ein bisschen runter, wo willst du das reinhängen? Hier oben? Genau. Warte mal, dann hole ich eben noch ein bisschen, hol mal Schaumstoff, genau, zwei kleine Stücke und dann machen wir das hier rein. Ne? Und so haben wir hier, wenn wir das jetzt hier mal so hochhalten, dann sieht man sofort, ne, wie hell das hier ist. Man braucht also nicht irgendwie mit einer ich brauche da keinen. Guck mal, ich gehe hier dran. Okay. Und du kannst jetzt ziehen, genau, und gehst da dran. Jawohl, perfekt. Ne? Ist schnell installiert, Kabel vernünftig an die Seite. Und hier habe ich jetzt richtig, richtig helles Licht. Ne? Also eine super Geschichte. Kann ich jedem nur empfehlen. Ist auch gar nicht mehr so teuer.
von Osram, glaube ich, oder so, ist das die Lampe. Und wenn einer an seinem Fahrzeug ein bisschen mehr zu tun hat, ist das mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Ja, was haben wir noch? Dann haben wir hier ein Fahrzeug weiter. Ein Karthago schickt Zähl ein. Ist heute gekommen, das Fahrzeug. Da müssen wir gucken, wann wir da dran gehen können. Der hat auch schon Victron hier drin. Hat ihm auch schon jemand alles eingebaut. Allerdings haben wir jetzt festgestellt, dass die Heizung, oder sagte der Kunde, dass die Heizung auf den Wechselrichter mit aufliegt. Also die alte, der hat eine alte Heizung drin. Sieht man auch schon hier an den Wärmetauscher, der da verbaut ist. Dass, wenn der autark irgendwo steht und schaltet seine alte Heizung an, dann funktioniert das Ganze. Ohne Gas, über Strom. Ja, das darf natürlich nicht sein, das ist fatal. Ich ruckzuck natürlich die Batterien leer gezogen, so war es dann also auch. Und da müssen wir jetzt mal kontrollieren, wer und wie das hier verbaut worden ist. Das muss natürlich schnelllichst von dem Wechselrichter runter und darf nur eigentlich auf dem Landstromanschluss gelegt werden, die alte Heizung. Ja, der kriegt also auch ein Servo von uns, aber wie gesagt, das erst in den nächsten Tagen. So, wie viele Minuten haben wir auf dem Schirm? 12. So lange? Ja. Ehrlich, ich habe jetzt gedacht, so 7, 8 Minuten. Soll ich noch irgendwas erzählen oder nicht? Aber wenn ihr sagt, 12 Minuten ist schon eine Nummer. Ne? Mhm. Ich würde sagen, dann machen wir hier mal einen Cut. Ja, das soll es gewesen sein. Passt auf euch auf, bleibt gesund, alles Gute, euer Carex-Team.